Hallo und herzlich willkommen alle Sepplinge da draußen zu einem kleinen Angezockt-Projekt zusammen mit der Kadi, denn wir spielen heute ein bisschen Asshult Android Cactus. Wir haben vorher schon mal ein bisschen reingeschaut und ich muss sagen, für mich war das ein komplett neuer Spielstil, ein komplett neues Genre, aber es macht mir echt Spaß. Es ist wahnsinnig bunt. Ja. Und du musst erstmal Start drücken, genau. Und ich spiele sie hier. Start. Sieht so lustig aus. Ich spiele Lemon, ich finde die cool. Außerdem hat die einen Zopf. Ach, doch, pass auf jetzt. Pineapple! Pineapple! So, okay. Huch. Was ist denn das hier? Das war doch niemand am Anfang auch so. Huh? Change Zone. Zone 2, Stage 1. Wo ist denn Stage 1? Das ganz am Anfang? Also wir hatten schon dieses das Tutorial ist gemacht. One. Was aber ist denn das da, wenn du jetzt noch eins da hinten. Ach ja, es ist ja nur Change Zone. Ah, stimmt. Wir haben ja nämlich. Das erste hatten wir nämlich schon mal angeschaut, aber das zeigen wir euch natürlich auch nochmal. Das Tutorial lassen wir sein. Die geht schon weg. Machen wir hier. Nani, du bist ein ignoranter Hund. Das ist so ein tolles Spiel. So, wir haben nämlich immer eine Attacke. Ich habe diesen Laserstrahl, die Katja hat diesen Spreadshot. Ich habe die Waffe für diejenigen, die nicht zielen können. Genau. Man wird immer, jetzt bin ich zum Beispiel schneller und jeder von uns hat eine Spezialfähigkeit. Bei mir sind auch die Raketen. Ich halte mir nochmal um. Da drüben. Hinten. Okay. Warte, das ist nicht das Gelbe. Oh, verflixt. Wie war das nochmal? Das Rote ist ganz gut. Das Rote war gut, okay. Das Blaue friert alle ein. Also wenn es mal wirklich eng ist, solltest du das Blaue nehmen. Aber im Normalfall nimmst du das Rote, wenn du kannst. Das war echt so die ersten Momente für mich in dem Spiel, war eigentlich, dass ich permanent nur am Boden geklebt habe, weil ich es einfach nicht hinbekommen habe, den Sachen auszuweichen und gleichzeitig zu schießen. Das Wichtigste ist immer, dass du das Grüne aufnimmst, genau. Wow! Leicht dir, leicht dir. Du hast die Raketen, ne, als Special. Ja, ganz genau. Ja, wichtig in so einem Spiel ist es auch immer, wie Fabi mir gesagt hat, immer ständig in Bewegung zu bleiben. Ja. Nicht stehen bleiben, das ist ganz schlecht. Da ist man quasi Kanonenfutter. Genau, jetzt habe ich mal das Blaue eingesammelt. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du gerade gefreezed. Dann gehen wir doch mal ins Gelbe, damit ich ein bisschen schneller bin. Ich laufe einfach nur rum, ich mache hier Dauerfeuer. Ja, mache ich ja auch. Bei mir ist es nur einfach ein Strahl, wisst ihr. Schau, wie geil das aussieht. Ja, und die werden umso mächtiger, die Strahlen, umso länger man nicht getroffen wird, wenn diese Teile einsammelt. Diese kleinen weißen Kügelchen hier, man die eingesammelt hat. Geschafft. Oh, schau mal, ich bin das erste Mal besser in einem Wert als du. In welchen denn? Chain. Achso, okay, ja. Dafür habe ich mehr Punkte. Oh, wir haben sogar ein A geschafft diesmal. Sehr cool. Das war sogar unser außer dem ersten Tutorial hatten wir, glaube ich, noch nie ein A. Ja gut, ich habe mich ja wie gesagt auch die ersten Male ultra dämlich angestellt. Müssen wir jetzt mal gucken. Da oben wieder immer gucken. Am Anfang ist auf jeden Fall das Rote immer besser. Wow. Man kann das zu zweit spielen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man jetzt geht nur zu zweit. Wenn ihr das euch übrigens auch mal holen wollt. Ich weiß gar nicht, das gibt es momentan im Steam Store. Ich weiß aber gar nicht, was das gerade. Der Hund rotzt einfach. Ich weiß gerade gar nicht, was es kostet aktuell. Aber wir werden das auf jeden Fall mal unter dem Video verlinken. Mhm. Und wenn ihr wollt, das ist was ganz Cooles bei der Sache. Es gibt nämlich eine Demo, die ist völlig umsonst. Da könnt ihr genau das erste Level, was wir jetzt hier gerade auch spielen, nämlich auch schon im Multiplayer mit anderen zusammen spielen. Genau, könnt ihr es auch mal ausprobieren. Aber nur Local Coop. Aber ihr müsst es quasi an einem. Ich treffe nicht. Einzelne sind echt schwer zu treffen teilweise. Ich finde es halt echt, wenn man so einen Spielstil, so diese. Also wenn man sowas nicht gewöhnt ist, dann ist es am Anfang ein bisschen hektisch, ja. Unübersichtlich, aber man findet relativ fix rein. Und das Schöne ist ja auch, man hat ja unbegrenzt Leben, weil wenn man stirbt, dann kann man hier wieder es ist nur, genau, man liegt dann halt nur eine Zeit lang am Boden und das kostet einen einfach. Ihr seht da oben in der Mitte die Batterie, das ist eigentlich unsere Lebensenergie. Oh Gott. Wenn die Batterie nämlich leer ist und die müssen wir mal, deswegen müssen wir mal diese grünen Sachen aufsammeln. Oh mein Gott, ja, jetzt bin ich nämlich gerade tot, dann muss ich hier ganz oft drücken und dann komme ich wieder. Schnell da oben, wir müssen das Grüne einsammeln. Ich hab's. Sehr gut. Jetzt nicht mal das Gelbe, damit ich schneller bin. Und freezen. Und es gibt ja auch am Ende dieser Zonen Endbosse. Schauen wir mal, ob wir da jetzt in der. Ja. Komm
nehme ich auf jeden Fall nehme ich hin. Okay. Ja, da habe ich jetzt schon mal die Zuschauer heiß gemacht. Genau, es geht nämlich darum, die durchgedrehten Roboter zu besiegen. Warum komme ich da nicht weg? Ah, Kanone. Oh mein Gott, au, 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 jetzt bin ich wieder am Boden. Das war ein bisschen zu viel um mich drumherum, da konnte ich auch gar nicht mehr wirklich ausweichen. Musst du mal gucken, dass du deine Rakete verwendest oder so. Es hat mir leider nicht mehr den Hintern gerettet in dem Augenblick. Jawohl. Yeah. Oh, Alter, diesmal hast du mich mal komplett abgezogen. Du hast einfach mal fast 100 Chains mehr als ich. Die Punkte sind ein bisschen krasser. Ja. Oh. Starge ist schon cool. Die spiele ich echt gerne. Es gibt übrigens später auch noch andere Charaktere. Den Charakter, den Fabi gerade spielt, übrigens, den habt ihr nicht von Anfang an. Den müsst ihr euch erst freischalten. Den kriegt man, wenn man das erste Mal den ersten Boss besiegt. Genau, wenn ihr das Tutorial durchgespielt habt, dann bekommt ihr den. Kommt ihr Starge. Schaltet. Und Starge finde ich ja ziemlich cool, weil dieser Richtstrahl einfach echt eine geile Waffe ist, finde ich. Es gibt auch noch welche, die haben ganz nah, nur so ganz close range dann, also nur so eine Schrotflinte. Und dafür haben sie aber so ein Kraftfeld, was die Schüsse abwehrt. Das gibt da wirklich komplett Sachen, die ihr euch perfekt an euren eigenen Spielstil, ja. Über das Beste deines Deutern. Da musst du aufpassen, Kali, diese Stachelteile, die machen dich direkt weg. Ich hab's gerade gemerkt. Oh. Das war heftig. Immer wenn das Licht ausgeht, dann musst du gucken, dass du dann irgendwie deine Spezialfähigkeit verwendest, weil da kommen extrem viele. Wow. Oh, jetzt. Also ihr seht, man sieht wirklich wenig manchmal, außer bunt. Fliegen die Geschosse so nur so durch die Gegend? Naja, also ganz im Ernst, also manchmal muss man wirklich dann ein bisschen auf Glück ausweichen, weil man echt nicht mehr viel sieht. Diese blauen Uhr, die blauen Passt schon. Ja, hier diesen blauen Mist, da habe ich die Sterne erwischt. Am besten erwischt. Muss man mal gucken, dass diese Türme, die da irgendwo stehen, die, und die dicken hier, die muss man gucken, weil die sind damit am gefährlichsten. Das ist ja Wahnsinn, man sieht überhaupt nichts mehr. Ach so, Micha, aber ich dachte gerade, dass das da oben. Was ist hier los? Jetzt brauche ich noch einen blauen. Ja, das wäre gerade echt nice. Wie es aussieht, wie das in alle Richtungen fliegt hier. Ja. Juhu, schieße weiter. Ah, schon, wir sind zweimal am Boden gelegen. Guck mal, wir sind Weltranglistenplatz hier 64. Yeah. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Das, obwohl du mich dabei hast. Und wir heilen uns auch immer wieder voll. Ihr seht da oben immer unsere HP. Also die regeneriert sich mit der Zeit. Wir dürfen nur eine Zeit lang nicht getroffen werden, wollte ich gerade sagen. Ich bin auch gerade schon gestorben. Der Vorteil an meiner ist, zum Beispiel, die schießt hier über diese Barrikaden drüber mit ihrem Special. Die sind doch immer auf der Karte angezeigt, Kali, wenn so die letzten, so, weil ich gerade nicht weiß, wo die sind. Auf der Karte? Du kriegst so eine Pfeile in so eine Richtung gezeigt, wo dann noch welche sind, die du noch nicht besiegt hast, die außerhalb des Bildschirms sind. Okay. Guck mal, kurz gefreest. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. So, der Blaue, der kriegt jetzt erstmal hier meine Raketen ab. Hier ist es auch wichtig, dass diese Walker, die dickeren, die roten, so die Deutschen immer zuerst gehen. Weil die haben einfach meistens noch diese Dreierschüsse und sowas. Ich bin schon wieder tot. Nicht tot, nur ausgenockt. Ja. K.O. Hier ist es wirklich auch sinnvoll, am Anfang zum Beispiel, dass du die gelben Teile mitnimmst. Okay. Ich habe das Blaue gerade verwendet, weil jetzt eher. Oh, da sind ganz viele hundert Sterne. Ja, genau. Boah, verdammt. Wow. Das Freezen kam gerade echt gut, weil ich nämlich hier oben gerade das Problem habe, ziemlich eingekesselt zu sein. Das ist ja so ein dicker Roter. Ja. So, jetzt kann man jetzt immer erstmal auf die Dicken, weil die machen. Du musst auch aufpassen, weil die machen ja diese Geschosse. Wow. Meine Güte, ist hier gerade was los. Blaues Scheiße. Meine Güte, es ist ja Wahnsinn hier. Ah. Es ist der Wahnsinn. Da oben ist ein gelbes gerade. Ja, verdammt. Ich hab's. Das Gelbe solltest du aber nicht nehmen. Wir wollten auch zu blau. Aber ist egal, kann man es auch so. Alter.
Also jetzt bin ich ja gerade wirklich wieder meilenweit von dir entfernt. Immerhin B. Okay, jetzt müsste der erste Boss, glaube ich, kommen. Da ist er. Embryo. Genau, bis zu dem könnt ihr nämlich in der Beta spielen. Mhm. I thought you got deactivated. What you did. Green hand let me out, so I can play with everyone. Hey, das ist meine, wenn ich sprechen. Time to turn you in a pumpkin. No, stay away from me. Ach nee, vorbei, andersrum müssten die sprechen. You got the others off guard, but you won't get me, I'll stop you here now. Oh, also das hat jetzt gerade so ein bisschen was von ihr seid. Böse. Ich guck mal, dass ich mich hier ein bisschen an die Nahkampf an ihn ranstelle. Ich sammle mal hier die weißen Dinger ein. Oh. Ja, das Wichtige ist immer, dass wir hier die blauen Teile sammeln. Also nicht die, die hier gerade ankommen, denen muss genau. Man ausweichen, die sind richtig böse. Das hat seine ganz normalen Geschossen weghalten, hat am Anfang immer halten wir, glaube ich, 4 oder 5 davon aus. Ja, also hier muss man wirklich. Das ist. Wow. Okay, anderwisch. Eieiei. Also die Angriffe hier, die gehen jetzt gerade noch. Bei solchen Phasen kann ich, wenn du so ausweichen musst, übrigens, da gibt es den Tipp, nutzt deine Raketen. Okay, ich hab's jetzt gerade gemacht. Einfach mal, wenn du so ein bisschen am Ausweichen bist. Bei mir ist es jetzt auch so. Weil, genau, damit man diese Phasen überspringt ein bisschen. Boah, das hier ist übel. Wenn man da einmal drin ist, dann war's das. Dann kann man ja, das Problem ist da, genau, das Problem ist dann nämlich dabei, dass der Geschoss, dass unser Geschoss danach wieder schwächer werden, wenn wir sterben. Ja. Ah, ich stehe vor ihm. Ah. Ich habe bis auf eine Rakete gerade alles an ihm vorbeigejagt. Das war jetzt natürlich. Ich warte noch mal, bis es hier rot wird. Ja. Ein bisschen mehr Feuerpower. Oh. Ja, hier heißt es wirklich tanzen. Naja. Und wie man seine Energie übrigens. Warum sind meine Raketen alle durchgeflogen? Weil der gerade in seiner, immer wenn er in seine Phase geht, genau. Jetzt ist er in der finalen Endephase. Das heißt, es nur noch schnell down kriegen, weil jetzt alles extrem viel Schaden macht. Jetzt haben wir nur noch die Spuren. Das ist seine Enrage-Phase. Und diese HP hat kaum noch was. Wow, oh Gott. Autsch, ich hab's weggesäbelt. Verdammt, er hat kaum noch was. Komm, wir schaffen das. Ja. Das war fun, but why are you lying down? Do you want to play Operation? Genau, möchtest du Doktor spielen quasi? Are you sleeping? Schläfst du? Dass er sich immer in der Nase bohren muss. Ja, vor allem, die hat ja gar nichts da eigentlich. Aber da waren wir jetzt nicht so gut bei dem. So, genau. Und jetzt wird es dann in die zweite Mission gehen. Da können wir nochmal die erste machen. Haben wir hier eine ganz andere Welt und auch einen anderen Boss, der uns natürlich dann erwartet. Das ist grün. Wo wir immer Doktor spielen waren, das war, ist hier so ein bisschen dieses Krankenhausgrün. Dieses, das Problem an den Dicken da ist immer, die hauen einem ja diese Kugeln, diese Suizidkugeln da raus. Ja. Wow. Ich bin mal gespannt, was die anderen noch so drauf haben, die man noch bekommt, die man noch gar nicht gesehen. Ich habe hier ein paar gesehen, die sahen auch recht interessant aus in so einem Infovideo mal. Wie viel fehlen das noch? 4? 3 glaube ich noch. Ah, okay. Ich glaube, es sind insgesamt 8 Charaktere. Also ich finde wirklich, es ist halt ein Spiel auch für einen netten Zeitvertreib. Man muss sich nicht großartig irgendwie... ja, es ist halt... Es ist stumpf, genau, aber das macht es auch gerade irgendwie... Es ist halt was für die Beschäftigung zwischen den Pool. Ja, das macht echt Spaß. Das ist das Schöne. Ich habe es durch Zufall bei Steam entdeckt, muss ich sagen. Es kam halt gerade bei mir, als wurde bei mir gerade vorgeschlagen und dann haben wir einfach mal reingeschaut. Wow! Raketen! Hilfe! Das ist mein Strahl natürlich ganz gut. Ja, jetzt machen wir natürlich gerade Ketten ohne Ende. Genau, weil wenn man nämlich hier eine gewisse Anzahl von Leuten am Stück erwischt. Nein, jetzt nicht erwischt, verdammt. Hahaha, meine Chance an dir vorbeizuziehen. Ah, ich glaube, ich habe dich aber nicht mehr erwischt. Oh, das war eins. Oh, unsere Batterie ist verkürzt.
Ja, das ist unbedingt schneller als deiner. Sehr gut. Das dann immer, das geht echt über alles. Ich glaube, das ist, wenn man reingeht und dabei erstmal ausgenockt wird, aber die Batterie ist das Wichtige. Schön, die Viecher kommen gerade alle hinter mir her und konnten nicht da drüber. Mussten alle den Weg lang eiern, wo ich Dauerbeschuss drauf hatte. Ja, bislang läuft das doch nicht schlecht hier. Da ist ein ganz dicker. Dann jag ich jetzt hier mal ein paar Raketen rein. Der Nachteil deiner Raketen ist, die zielen halt nicht, ne? Also das musst ja, das sie, dafür sind sie stärker. Meine sind schwächer, dafür sind sie zielsuchend. Und jetzt mal hier so. Warum hast du ja schon wieder eine 75er Chain hier? Das ist doch. Weil ich sehr viele Geschosse auf einmal mache, weil ich ja halt mit meinem Strahl durch alles durchgehe. Wow. Siehst du meine Chain kurz? Das ist halt der Vorteil an meinem Namen. 263, ist das dein Ernst? Ja. Wow. Oh, guck mal an. Jetzt sind wir fast auf einem S-Rang, aber man muss dazu sagen, es ist trotzdem nur Rang 87. Krass. Okay, gehen wir mal in den Stage Selector. Das heißt, wir machen uns jetzt quasi hier dann auf in Richtung bis hier hinten. Und da ist dann der nächste Boss. Vespula. Aber das wäre es beim nächsten Mal. Schreibt es mal in die Kommentare, wie es euch so gefällt. Wir werden jetzt da so ein kleines angezockt Projekt machen. Vielleicht mal gucken, machen wir es dann auch noch mal ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist ja halt kein so langes Projekt. Wenn man davon ausgeht, das sind ja nur 4 Bosse. Wenn das jedes Mal so 4 Level sind. Aber wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.